Kann ich das später machen mit den Innereien der Kisten? Wow. Wow. Leon. Ja. Yeah. Muss echt mal was essen. Können uns... Ah ne, wir fahren glaube ich nur zu einem Ozeantempel. Also insgesamt gibt es hier schon vier. Wir hatten ja am Anfang einen entdeckt bei den Terrakotta. Okay. Einen habe ich im Norden und dann waren noch zwei ziemlich nah beieinander. So soll das glaube ich gewesen sein. Alles klar. Gut, und als erstes müssen wir die Hochebene des Wüstengebiets hier im Osten umschiffen. Okay, wenn wir dort sind, baue ich dann schnell uns eine Plattform auf dem Wasser, wo wir unsere Betten hin tun können. Shit. Eventuell wäre es noch gut, wenn wir die eine Seerose mitgenommen hätten. Ah, verdammt. Ja, was auch immer. Egal. Wir werden uns schon irgendwie hochbauen. Das wäre halt auch... Warte mal! Wer hat denn hier den Block hingesetzt? Hä? Ja? Was soll das sein? Oh, das ist merkwürdig. Ist unheimlich. Ich wollte... Oh, haben wir... Aber wie? Moment, ich schnapp eine Schaufel. Ah, okay. Wie cool ist das denn? War was Cooles drin? Nichts, was wir gerade benutzen können. Wir können die Reparatur... Das können wir auch alles erstmal hier lassen und dann später holen. Wir brauchen jetzt erstmal Platz im Inventar. Mhm. Na gut, dann mache ich mehr Informationen auf meiner Karte. Mach uns einen kleinen Turm hier. Ist das hier hinten die Unterwasserstadt? Ja. Unterwasserstadt. Kennst du die schon, Leon? Lass mal sehen. Also diese Bauwerke. Ich sehe keine Unterwasserstadt. Genau hier. Ja, hier gibt es immer so kleine Häuser. Gibt es in verschiedenen Steinfarben, also so Ziegelstein habe ich schon gesehen. Sandfarben ist relativ häufig. Hat so ein bisschen was von Atlantis. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Bergpanthersprung entfernt. Die springt ziemlich hoch. Auf ganze Berge tun sie. Da ist eine Kiste, in die ich noch nicht reingelunzt habe. Und da ist ein Unterwasser-Zombie mit einem Dreizack. Geh du zur Kiste, ich schnapp mir den Typen. Nee, du kannst mal in die Kiste reinlunzen. Unterwasser ist mein Gebiet, habe ich das Gefühl. Moment, das Ding liegt noch. So. Nee, das ist wie ein Pfeil, der steckt da. Mensch. Ah, oh, Mann. Ja, geh doch zur Kiste. Achso. Eine Schatzkarte. Los. Wieder? Raus. Nee, aber hier gibt's noch ein Boot. Oh, ein Boot. Und Fledermäuse. Interessant. Oh shit, hier ist eine Menge Zeug. Noch eine Schatzkarte, heute ist ja ein Glückstag. Ah! Da ist es, ja. Puh. Warte, da links davon ist schon so eine richtig schön offene Insel. Entschuldigung. Ich hatte Flatulenzen. Oh Gott. Hallo Shiggy, was geht? Morgen wird ein großer Tag, Große. Ich bin so bereit für die Scheiße, alle. Oh mein Gott. Mein Plan ist, wir gehen nicht oben rein, sondern unten. So an der Ecke. Moment, da ist noch ein Ertrunkener, den ich mich kümmern muss. Leon, wir haben gleich genug PvE. Jedes Mal ein Jumpscare. Also ich gehe jetzt unten rein. Warte, warum gehst du jetzt ohne mich? Ja, Zum Glück haben wir die Spawnpunkte gesetzt. Es gibt übrigens auch Ertrunkene mit einer Angel. Das ist nett. Ich brauche diesen Dreizack, okay? Darum geht's mir. Ich brauche ihn sehr dringend. Warum bist du dann so greedy, wenn wir schon einen haben? Wir haben nicht einen, du hast einen. Ich brauchte nicht. Ich finde langweilig. Es müsste doch einen Eingang geben von irgendwo. Ja, theoretisch, ja. Ich schwimme jetzt einfach darum herum, bis wir einen Eingang finden. Na gut. Ah, da ist er. Oh, wirklich? Ja. Achso, ja, wie offensichtlich. Ja, wir sind doof. Oh Gott. Es ist mein Brot. Ja, ich lenke den ein bisschen ab. Kann man die Dinger mit Schildern abwehren? Ich glaube. Oh Gott, sind das viele. Ich probiere das Schild mal. Ja. Oh Gott. Ich muss wieder was... ich brauche erstmal eine Tür.
Jetzt ertrinke ich unten. Ich sterbe gleich, oh Gott, okay. Ich bin erstmal in Sicherheit. Wollen wir rein? Ja. Okay, gehen wir von hier unten, versuchen wir jetzt da durchzuschwimmen. Ah, Damage Boost. Oh, shit. Ja, ja, okay. Okay. Okay, wir haben es geschafft, wir sind drin. Ich baue mal hier schnell was zu. Ja, okay. Erstmal Tür. Wobei, oh, das war eine dumme Idee, Kumpel. Wieso denn? Eine Tür. Wir müssen ja auch wieder rauskommen, mein Kumpel. Wir kommen ja schon irgendwie raus. Ich glaube, wenn man die großen Viecher besiegt hat, dann hört dieser Effekt auf. Okay. Ich setze mal die ersten Beleuchtungsdinge ein, damit wir wissen, hier ist ein Hauptraum. Hier sind die Schwämme. Okay. Sehr wichtiger Raum später. Hier sind die anderen. Ah, der erste Gegner. Gut. Hast du mich die ganze Zeit angegriffen? Hast du viel Schaden bekommen? Nicht zu viel. Okay, jetzt noch einer. Gott, ich glaube, ich bleib lieber bei meiner Axt. Leon, ich schwimme schon mal zurück. Luft. Luft, Luft, Luft. Puh. Oh ja, gut, die Idee mache ich auch mal sehr viel. Das macht Spaß. Ja. Nimmt man Schaden, wenn man sie angreift? Nee. Warum nehme ich denn die ganze Zeit die Schaden? Achso, das sind die, die mich angreifen, die der Gegner. Hey, vielleicht könntest du mir helfen, ich bin hier gerade am Sterben. Ich... Ja, nein, hilf mir. Dann schwimm doch weg. Es ist nicht so bitte. Einfach. Danke, danke. Ah, shit, ich glaube... Oh, da ist der Gegner. Oh, ich hab ihn. Okay, los geht's. Ich setz schon mal eine Tür. Hier hinten beim Pfeiler. Gut. Leon, gönn dir eine Pause. Gut, dass wir ihn hier tag-teamen können. Ja. Sag, wenn ich wieder rein soll. Oh. Ist nur blöd, zu zweit kann man den nicht so richtig angreifen. Diesen Wächter. Oh, da hinten sind seine Jungs. Wir haben ihn! Und er hat einen Schwamm getroppt. Ah, nice. Okay, erstmal verschnaufen, dann planen wir weiter. Ich bin sehr stolz, dass wir die hässlichsten Türen genommen haben. Ja, es ist... Fast so, als ob ich es mir ausgesucht hätte. Ist einfach hier hinten. Dafür haben wir das meiste Holz. Ja, da hast du recht. Oh, du kassierst, mein Freund. Weg bist du. Schön. Hier unten haben wir den Eingang mit den Kürbis. Das trifft sich gut. Das heißt, wir haben schon eine kleine Tour hier unternommen. Ich glaube, der Schatzraum, der ist versteckt, wenn hier alles täuscht. Also wir haben einen Boss. Ich schätze, es gibt noch mindestens einen. Oh, hier ist was Großes. Ja, das sieht nach einem Boss. Das ist ein Boss. Das ist okay. Das geht. Auf geht's. Ja, den haben wir schön. Ich schaue vielleicht nochmal luftmäßig drauf. Als nächstes würde ich dann eventuell die vorm Tempel versuchen wegzumachen. Dann, dass wir so alle ausräuchern. Wo bist die du jetzt spawnen. Hin? Die spawnen im Wasser. Wir müssen das Wasser loswerden, um die loszuwerden. Bist du dir da hundertprozentig sicher? Sagen wir also 80%. Ah. Oh, hier ist noch ein... Oh Gott! Hast du eine Tür? Oh... Ja, eine Tür. Hier, ich leg sie hier hin. Okay, dann geh du in den Kampf. Okay, jetzt landet am Start. Okay, schnappst du ihn dir wieder? Ja, ich schnapp ihn. Ich finish ihn. Komm her, mein einäugiger Freund. Gib mir deinen geilen Schwamm. Oh mein Gott, okay. Schönes Ding. Okay. Glaubst du, das war's? Von den Großen, ja. Glaubst du, wir können uns dann die Milch reinziehen? Wir können noch warten, weil die kam ja immer wieder. Dieser Anti-Abbau-Effekt. Ich glaube, die haben aber eher was damit zu tun, als die da sind. Und nicht unbedingt mit... Ich warte einfach jetzt. Okay. Hier, wo ich bin, aber warte, ist... Aber der ist sowieso schon weg. Der Abbau-Effekt? Ja,
Also bei mir ist er weg. Okay, dann warte ich einfach, bis er bei mir weg ist. Obwohl ich trinke, wir haben so viele Milcheimer. Was sind denn deine Pläne? Also meine Pläne wären schon, trockene Schwämme hier herzustellen. Sicher. Hast du ein bisschen Cobblestone? Nee, deshalb wollte ich ja mal in eine Höhle gehen. Dann gehen wir schnell mal raus und ich schätze, ich kümmere mich hier drin ein paar Sachen dann so lange, wenn du alleine losgehst. Oder so. Als ob ich automatisch jetzt hier einen Minenschacht gefunden habe unter dem Tempel. Natürlich. Alter, vielleicht, ich glaube, warum machen wir diesen Tempel nicht unsere zweite Basis? Oh, das trifft sich so gut, dass hier ein Minenschacht ist, Leon. Ja, Mann. Holz. Oh nein, ich verkrepiere hier gleich. Oh nein, oh. Oh, noch ein Herz. Ey, kannst du mir Gefallen tun, Kumpel? Ja, wo bist du ungefähr gestorben? Das ist eine gute... Oh, verdammt doch mal. Oh, vielen Dank, Delfine. Oh mein Gott. Ja, weißt du, was gerade passiert ist? Die Delfine helfen mir gerade beim Schwimmen. Ja, wo bist du denn gestorben? Ich... Oh, warte, ich ertrinke. Ich hab vergessen, dass ich ertrinken kann. Ja, stimmt. Das ist jetzt kacke, weil ohne dein Loot kommst du da nicht so gut runter. Ich sehe es. Ah, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Okay. Ich muss nur zu meinem sicheren Raum kommen. Okay. Okay, ich bin im Tempel. Gut. Ich habe hier mal einen Shortcut gebaut, ja. Hast du das Zeug genommen? Ich konnte es nicht. Wegen. Okay, dann schnell. Ja, aber ich muss das mal hier in eine Kiste craften. Erzeug die Spawn, mein Gute. Ich. Ja, was denn? Na gut, dann schmeiß ich eben den Krempel hin, den ich hier nicht brauche. Das. Ich pass drauf auf. Na gut. Wie viel hattest du ungefähr im Inventar? Keine Ahnung. Okay, das wird jetzt interessant. Danke, Delfin, für deine dämlichen Geräusche. Ich sagte auch, dass der trockene Raum eine gute Idee war. Normale Tür hätte es auch gereicht. Oh Gott, der Delfin, Alter, ich gehe voll ab. Oh mein Gott, vielen Dank. Ist doch das erste Mal in Minecraft, dass ich überhaupt Schwämme hatte vorher. Oder das erste Mal überhaupt Unterwassertempel. Ja, ich bin sehr aufgeregt, bei mir auch. Ah, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Lol, Leon. Komm mal zu dem Boot hoch. Opfer. Oh nein. Hast du das Boot? Ja. Auf eine gelungene Tempel-Raid-Sache. Auf eine gelungene Tempel-Raid-Sache. Yeah. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, die Fahrt verdorben. Oh, ich muss. Oh shit, bin die ganzen Spinnen. Das ist mein Auftritt. Stimmt. Warte, wenigstens noch bis zum Bridge-Teil. Mama, noch bis zum Bridge-Teil. Okay, jetzt bin ich dafür. Das ist gut. Yeah.